Hey Leute, ich war mal wieder ein bisschen shoppen, denn es gibt gerade wieder reichlich Schnäppchen. Diese Boxen habe ich gekauft, sind 4 Stück, die waren alle schön billig und die packen wir jetzt aus. Los geht's. Wir beginnen mit der Viridium V-Box. Ist natürlich eine alte Box. Das alles sind alte Boxen, deswegen sind sie auch billiger. Aber das ist überhaupt nicht gerechtfertigt, finde ich, weil wenn ich hier reingucke, was hier für Booster drin sind, uiuiui, da würde ich sagen, hat sich das auf jeden Fall sehr gelohnt. 17 Euro habe ich für diese Box bezahlt und wir schauen uns mal an, was hier drin ist. Wie es der Name natürlich sagt, ist hier ein Viridium V drin und das ist auch gar nicht so scheiße. Also ich habe es jetzt noch keinen guten Decks gesehen, muss ich sagen. Aber es ist nicht völlig nutzlos, deswegen, solange es noch spielbar ist, könnte man das da haben. Also hier ein schönes Viridium, natürlich auch für Viridium-Sammler, gehört die natürlich auch in die Sammlung. Und dann haben wir auch noch ein Keldeo. Aber es ist nur ein Keldeo Holo. Auch keine sonderlich gute Karte, aber ja, eine zusätzliche Holo-Karte. Highlight der Box ist aber natürlich für viele diese wunderschöne XXL-Karte. Ja, die richtig schön schimmert. Ja, natürlich nicht. Wobei doch, für manche wahrscheinlich schon, kann ich jetzt nicht vorhersagen oder ahnen, wer da wirklich Viridium-Fan ist und XXL-Karten sammelt. Aber egal, ich quatsch schon wieder hier drumherum. Es geht natürlich um die Booster-Packs. Und ich hatte es gerade schon gesagt, für 17 Euro diese Booster? Das ist ziemlich nice. Fusion Strike, Astral Radiance und Lost Origins. Das sind mittlerweile alles alte Sets. Die drei sind noch spielbar, aber auch nicht mehr lange. Anfang nächsten Jahres rotieren die raus. Und dann verschwinden die auch so langsam aus den Läden, würde ich sagen. Hier sind aber wirklich, in allen Sets können fantastische Sachen drin sein. Und vor allem Lost Origins ist auch ein bisschen teurer geworden in letzter Zeit. Deswegen packen wir die direkt aus, würde ich sagen. Hier müssen wir, glaube ich, noch den Kartentrick machen, denn es ist Sword and Shield mit den schönen gelben Rändern noch, die wir mittlerweile nicht mehr haben. Aber ja, hier sind noch spielbare Karten drin. Wir können auch echt coole Karten ziehen. Und mir fehlen auch aus der Trainer Gallery noch einige. Deswegen habe ich definitiv hier zugeschlagen bei den Boxen. Ich finde die Booster-Auswahl wirklich fantastisch. Und hoffe, auch was Schönes zu ziehen. Pikachu nehme ich immer sehr, sehr gerne. Die habe ich natürlich schon. Aber ein Pikachu Trainer Gallery. Also ich glaube, das ist auch eine Karte, die in Zukunft gut steigen könnte. Natürlich auch mit Legenden Arceus-Themen. Thema. Ist einfach eine schöne Karte. Die habe ich gern mehrfach. Und ein Spectre. Also das erste Booster-Pack war schon mal ziemlich nice. Trainer Gallery hat uns schon mal nicht enttäuscht. Aber die Karten, die ich noch brauche aus der Trainer Gallery, ja, sind ein paar andere. Einige sogar noch. Aber die sind natürlich auch seltener. Aber wir werden sehen, wir haben ein paar Chancen. Ich kann jetzt schon mal so viel sagen, in den anderen Boxen sind vielleicht ähnliche Booster-Konstellationen drin. Weswegen wir da durchaus noch Glück haben könnten. Ein Kramox, ein Rihorn, Wurmple und ein Skorgler. Und hier ist nur ein normales Pixie und dahinter ein Buffeland, was aber auch gar nicht schlecht ist für fiese Control-Decks. Das nehme ich tatsächlich. Also das lege ich mir hier weg. Das würde ich immer aufheben, weil früher habe ich die immer weggepackt. Und habe jetzt keine. Ich glaube nicht, dass ich das Deck spielen werde. Aber ich habe spielbare Karten gern mal da. Oh, genauso wie das, was wir gerade eben vorne gesehen haben. Aber das zeige ich euch gleich nochmal. Eine Energy, einmal Sweet Honey, ein Cricketune. Hier haben wir nämlich Mantine gesehen. Das wird auch in Control-Decks gespielt. Und das habe ich mir damals auch nicht aufgehoben. Weswegen ich das gern nochmal da haben kann. Falls ich doch nochmal Bock auf Control kriege. Fifian, Choi. Und ein Cleavor. Ja, das war's auch schon mit diesen Packs. Jetzt sind wir schon beim letzten Fusion Strike. Kann natürlich das Gengar drin haben, kann das Mew drin haben. Oder das Psyana V-Max. Sind aber natürlich jeweils extrem selten. Aber auch extrem teuer mittlerweile. Und aber auch extrem schön. Das wäre natürlich nice, eine davon zu sehen. Ich habe schon 4 Fusion Strike geöffnet. 2 Adrias, Alternate Arts heißen sie ja, habe ich gezogen. Aber hier war keine drin, also machen wir weiter mit der nächsten Box. Und das ist die Electrode V-Box. Also auch wieder so eine V-Box und ihr könnt es ahnen, da sind natürlich auch wieder ein paar ältere Booster drin. 17 Euro habe ich auch hierfür bezahlt. Super Preis für die Booster, die hier drin sind. Ich zeige es euch mal. Aber vorher erst natürlich nochmal die Promokarte. Natürlich ein Elektroball, ein Hisui Elektroball, wie was sogar spielbar ist
Es ist gar nicht schlecht. Zumindest kann man es gerade noch in Clorf-Decks spielen, weil es kann kostenlos angreifen. Und hittet Glurak für Schwäche. Das ist ziemlich gut. Deswegen kann man die mal da haben. Und es ist auch noch ein Bonus Elektroball drin in Holo einfach nur. Aber Single Strike, also nicht mehr spielbar, nehme ich. Und natürlich auch hier wieder eine tolle XXL-Karte. Aber folgende Booster sind hier drin. Auch einmal Lost Origins, Brilliant Stars, nochmal Lost Origins und Astral Radiance. Also, das sind alles sehr, sehr tolle Sets, wo man fantastische Trainer-Gallery-Karten ziehen kann. Und in jedem Set fehlen mir auch noch welche. Und deswegen sehe ich hoffentlich wenigstens eine davon, die mir noch fehlt. Alle Sets noch spielbar, deswegen können wir auch andere spielbare Karten ziehen. Aber so die meisten V- und V-Stars sind jetzt aktuell nicht mehr so der Hit. Aber ein paar davon sind ziemlich stark, deswegen kann man auch da noch mal Glück haben. Einmal Rosana, Makuhita. Oh yes, die brauche ich sogar noch für mein Banette-Deck Item Lock. Das hatte ich mir nämlich damals auch nicht zurückgelegt. Das ist ziemlich gut für ein Baynet-Deck. Und dann haben wir noch ein Barbarical Holo. Holo immerhin, denn Holos waren nicht garantiert. Ich glaube, hatten wir jetzt in jedem Pack ein Holo? Na, bin mir nicht ganz sicher. Aber Holos damals nicht garantiert. Zack, eine Kampfenergie. Nuzleaf, eine Gift-Energy, natürlich super für Lugia, aber habe ich auch schon zigfach. Zorua, Paras, einmal Inkay, Basculin, Rosana und einmal Hooper und Giratina. Er ist ein bisschen verschwunden von der Bildfläche, aber ist immer noch ein sehr gutes Pokémon. Kann man natürlich in Regidrago spielen. Aber hier und da taucht Giratina auch noch mal als einzelnes Deck auf. Deswegen noch ein Giratina. Nehme ich definitiv. Also das ist eine schöne spielbare Karte. Weiter geht's mit Astral Radiance, wo auch andere spielbare Karten drin sind. Die V-Stars natürlich. Palkia aktuell sehr, sehr stark. Ich habe tatsächlich vergangenes Wochenende, nein, dieses Wochenende, gestern war das, habe ich bei einer Challenge teilgenommen und da habe ich tatsächlich Palkia mit Dusknoir gespielt und wurde Dritter. Habe also ein paar Punkte bekommen, Tracking Shoes super. Deswegen Palkia aktuell noch sehr heiß, wird wahrscheinlich, solange es noch spielbar ist, auch gespielt werden. Deswegen kann ich gern hier noch ein Palkia ziehen. Hua! Oder ein Regidrago. Aber das ist jetzt nicht unbedingt das gute Regidrago. Aber hier und da spuken auch noch ein paar Regidecks rum, aber ist nicht unbedingt meins. Weiter geht es mit Brilliant Stars. Strahlende Sterne hat natürlich das Glurak, hat das Arceus, hat aber auch noch andere tolle Trainer-Gallery-Karten, wovon mir noch einige fehlen. Leider die teuersten fehlen mir noch. Wobei, nee, die Nachtaras habe ich tatsächlich. Die Mimikyus fehlen mir beide noch. Gibble, oh, Noctillery, yes, eine Trainer-Gallery-Karte nehme ich gerne zum Tauschen und dahinter ein Drudagon. Dann hätten wir noch die letzte V-Box des Tages mit Infernape-V oder auch Panferno-V. Auch diese Box hat, Überraschung, 17 Euro gekostet. Alle Boxen haben 17 Euro gekostet. Fantastischer Preis, denn auch hier sind super Booster drin. Aber nicht nur Super Booster, sondern natürlich auch ein Super Panferno-V, was tatsächlich ganz cool aussieht. Und ich glaube, das ist auch eine exklusive Promo. Ich kann mich nicht erinnern, dass die in einem Set war. Könnte mich auch täuschen. Aber zumindest müsste das Artwork exklusiv sein. Aber ich glaube, Panferno-V gab es nicht in einem Set. Deswegen ist die schon mal ganz nice. Die behalte ich auf jeden Fall in der Sammlung. Und dann haben wir auch hier noch eine Bonus-Holo mit Empoleon. Ist auch ganz nett. Natürlich hier auch noch eine XXL-Karte, wie in allen diesen Boxen, aber Booster-Packs. 4 Stück natürlich auch wieder, auch wie hier der gute Mix, genau wie in der ersten Box. 2-mal Lost Origins, 1-mal Fusion, 1-mal Astral Radiance. Wir machen wieder das Neueste zur Ältesten und das wäre dann so. Wir beginnen mit Lost Origins, wo wir schon heute das meiste Glück hatten, wie ich hier sehe. 2 Hits schon daraus und auch 2 gute. Kann natürlich so weitergehen. Oh, stimmt, V-Star-Karten gab es ja noch. Ganz vergessen, hier habe ich eine weggezogen. Iskin, keine gute Karte. Ein Mashok. Silcoon, Mianfu, Litleo, Tynamo, ein Schneckmack, Samurzel und ein Rizeros. Und eine Full-Art-Trainerin. Also Lost Origins lässt uns heute echt nicht hängen. Ist nicht die beste Karte, habe ich tatsächlich in noch keinem kompetitiven Deck gesehen, aber mir fehlt die tatsächlich noch und Fuller Trainer nehme ich immer sehr, sehr gerne, deswegen Lost Origins, vielen Dank dafür. Es kommt sogar noch eins und wir könnten noch mal Glück haben. Vielleicht noch mal mit der Trainer Gallery, wir werden es sehen. Oder auch was anderes. Ich habe schon wieder eine extra abgezogen, das ist das Arcphone.
dann ein Hariyama, die Toolbox, noch ein Rossana. Rossana hatten wir gefühlt in jedem Booster-Pack. Das kam sehr häufig. Bronzel, Gumi, Binnacle, und Radiant-Pokémon haben wir natürlich noch. Dahinter ist nichts. Aber ein Radiant Steelix, ich habe auch wieder komplett vergessen, dass es die natürlich auch noch gibt. Die strahlenden Pokémon, Radiant Steelix, das goldene Stalos, habe ich schon sehr oft. Aber ich nehme natürlich lieber einen Radiant Hit als gar keinen Hit. Also Lost Origins auf jeden Fall bis jetzt MVP. 4 Hits aus, wie viel haben wir geöffnet? 4, 6 oder 5? 6 oder 5, ich weiß gerade nicht mehr. So, ich glaube sogar nur 5. Deswegen ist das ziemlich gut, aber auch für 6 wäre es ziemlich gut. Hier haben wir einmal Roxanne, wenn sie denn scharf wird. Yes, hier ist die Roxanne, habe ich auch schon sehr oft, aber immer noch sehr gute Karte. Togetic, Gutsy, Pickaxe, auch gut. Ein Hisui Fukano. Dann haben wir hier ein Sichlor, ein Bronzel, Rufflet, Quillfish, ein süßes Togepi, Reverse und ein Adamant Holo, den man auch selten gesehen hat, aber eigentlich ist sein Effekt auch gar nicht so schlecht, aber naja, man wünscht sich ja doch andere Karten, aber die werde ich mir auch zurücklegen. Vielleicht wird sie ja doch nochmal in Stahldecks spielbar. Ist auf jeden Fall keine schlechte Karte. Letztes Pack aus dieser Box, Fusion Strike. Auch hier nochmal die Chance auf eine ultra seltene Karte. Natürlich eine sehr, sehr geringe Chance, aber ich nehme die, solange ich sie kriegen kann. Battle VIP Pass war damals richtig heftig. Jetzt wertlos, weil nicht mehr spielbar. Ja, solange man irgendwie noch Fusion Strike öffnen kann, tue ich das auch. In der Hoffnung, noch was Gutes zu ziehen. Greninja. Ich glaube, die ist auch nicht so gut. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass die jemals gespielt wurde. Flip, 3 Münzen, 80. Nee, die ist ziemlich schlecht. Aber es ist ein Greninja, es ist ein Hit. Nehme ich. Und die letzte Schnäppchenbox des Tages ist tatsächlich nicht eine richtige Box, sondern eher so ein kleiner Metallkoffer. Habe ich schon länger nicht mehr geöffnet, deswegen bin ich gespannt, was hier drin ist. Der hat 20 Euro gekostet, was ein ziemlich guter Deal ist, weil hier sind 6 Booster drin. Und auch 3 Promos sehe ich ja gerade und noch anderer Stuff. Aber ich zeige es euch am besten jetzt, indem ich es auspacke. So, hier haben wir den Koffer, der auch wieder so einen geilen Snap-Verschluss hat. Und der voll ist mit Stuff. Ui, oh, okay. Warum ich O sage? Nicht etwa wegen den 3 Promos. Die sind ganz nett, aber ja, ist jetzt nichts, was ich so wollte. Aber ich meine, diese Miraidon-Münze, wie fresh sieht die aus? Ich nehme sie hier direkt mal raus. Die sieht nice aus. Die ist leider aber eine riesige Münze. Ich mag so riesige Münzen eigentlich nicht. Aber Miraidon auf einer Münze, das habe ich schon lange nicht. Habe ich das überhaupt jemals gesehen? Schon lange nicht, wollte ich sagen. Nee, das habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Miraidon ist ein sehr cooles Pokémon. Die Münze, die hebe ich mir mal auf. Ich weiß noch nicht für was. Aber die nehme ich mal, ja. Zeige euch nochmal die Promos. Huch. Sprigatito ist schon einmal rausgefallen. Aber dann sind ja natürlich noch Krokel und ein Quaxly. Ist ganz nett, auf jeden Fall. Nicht die schlechtesten Promos, aber wir haben natürlich auch Booster hier drin, die ich euch, glaube ich, zuletzt zeige, weil erstmal gucke ich, was hier noch drin ist, denn es ist so ein Sammelkoffer, wo anderes Stuff noch drin ist. Hier haben wir Sticker. Es ist nichts, was ich will, aber kann man auf jeden Fall verschenken. Ich kenne da genug Kinder, die sich drüber freuen würden. So relativ viele, das ist jetzt schon hier das dritte Sticker-Sheet und hier ist noch ein Sticker-Sheet und hier ist auch noch so ein Mini-Album. Auch gut für Kinder. Und man hat natürlich den Koffer selbst. Also der ist gar nicht so schlecht, um noch was zu storen. Und wenn man das so ins Verhältnis setzt, ich meine 20 Euro für diese Box und 17 Euro für diese anderen, da ist diese Metallbox doch eigentlich ein ziemlich guter Deal. Wenn man hier noch so viel Bonus-Stuff kriegt, ja, deswegen habe ich da auch zugeschlagen. Und wir schauen mal, was wir für Booster haben. Es dürften, okay, ich nehme es zurück. Zum Glück habe ich es noch nicht ausgesprochen. Ich wollte gerade sagen, es dürften nur Scarlet Violet Packs sein. Aber nein, hier sehe ich doch schon Silver Tempest. Und nochmal Silver Tempest. Sehr cool. Und wir haben Paldea, Scarlet Violet Base und Paldea. Also jeweils immer 2. Das ist ziemlich cool. Wir beginnen mit dem neuesten, was in dem Fall Paldea Evolved ist. Auch schon älter. Aber ein cooles Set eigentlich, nur viel zu groß, viel zu viele mögliche Illustration Rares auch, wo ich auch richtig viel von brauche. Ja, weil es halt so ein großes Set ist, hat natürlich die Iono auch in der Special Illustration Rare Variante. Also hier ist viel drin, hier brauche ich noch viel und wir schauen mal. Super Rod nehme ich gerne als Reverse. Oh, das ist ein cooler Hit. Das ist ein sehr cooler Hit. Boss's Orders ist natürlich eine Karte, die ist immer spielbar.
Also nicht immer, aber immer mal wieder spielbar. Und mit Getzes drauf, Boss's Orders, das ist ein ziemlich cooles Artwork, finde ich. Und ein Full Art Boss nehme ich sehr, sehr gerne. Also das war schon mal ein sehr starker Hit, weil der kann gern so weitergehen. Am besten jetzt noch eine Illustration Rare, dann ist das Glück fast vollständig, wollte ich sagen. Aber sie muss mir natürlich auch noch fehlen in meiner Sammlung. Wenn nicht, tauschen kann man auch immer. Reversal Energy, auch eine sehr, sehr gute Karte. Die noch nicht so Nackly, ein Pummeluff und ein Pawmod. Also das war's mit Paldea. Jetzt geht's mit dem Scarlet Violet Base Set weiter. Da sind natürlich auch coole Karten drin. Hauptsächlich möchte ich natürlich Illustration Rares sehen, weil ich die sammle und dann noch mit viele fehlen. Mankey, ein Char-Cadet, ein Capsakid, ein Defiance Band, gute Karte, aber habe ich schon tausendmal. Nestball, genau das gleiche, super Karte, aber schon tausendfach gesehen. Horlucha. Miraidon nehme ich immer. Miraidon nehme ich immer. Das kann man gut tauschen. Habe ich genug, habe ich 5, 6 davon zum Tauschen. Auf jeden Fall immer super. Wird mit dem nächsten Set, glaube ich, auch noch mal wieder ein bisschen besser. Kann man da haben. Kann man da haben. Aber ich würde jetzt gerne mal Illustration Rare sehen. Das ist auch schon das letzte Scarlet Violet. Das heißt, letzte Chance auf eine Illustration Rare. Danach können wir aber immerhin noch Trainer Gallery Karten ziehen. Aber Illustration Rares würde ich schon lieber sehen. Ach, leider nicht hier und dahinter. Nur ein normales Holo Cloth. Also hier auch nicht. Naja, immerhin haben wir mit Silver Tempest noch mal Chancen auf richtig heftige Karten. Ich spreche natürlich von Lugia als Altart, die ich tatsächlich schon habe, aber ich nehme auch ein zweites Lugia, da bin ich ganz ehrlich mit euch. Und Regidrago ist hier natürlich auch drin, was immer noch sehr, 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 sehr spielbar ist. Also schauen wir mal. Metang, ein Anorit, ein passendes Fossil dazu, ein Fenneken, ein Barschwa könnte vielleicht, ja, das ist das gute Barschwa, was ich entwickeln kann. Das ist sehr, sehr gut. Das brauche ich auf jeden Fall für Milotic, was im nächsten Set drin ist. Fletchling, Funpi, ein Kramox und ein Neuvern. Also erstes Pack schon mal nix, aber immerhin eine spielbare Karte, die ich auch für mögliche Decks brauche. Ist das Mindeste, worüber ich mich natürlich aus so einem Pack freue, aber ein geiler Hit ist das natürlich nicht. So eine 2-Cent-Karte. Wasserenergie, die Serena, eine, die haben wir noch gar nicht gesehen in krassen Decks. Regenerative Energy, Duocean, ein Traunfugil, Marini, Indeedee, ein Fanpy, ein Sunkern und keine Illustration Rare. Aber wir haben jetzt noch die Chance auf eine Altart. Nö, es ist nur ein Katapultra, aber Katapultra ist immerhin nur Holo. Immerhin eine Holo, dass ich den Satz wieder sagen darf, ist ja auch ganz nett. Ja, das waren die Schnäppchenboxen. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit den Hits, muss ich so sagen. Mehrere Full Arts, mehrere Trainer Gallery Karten, mal wieder eine Radiant Karte. Also es war von allen ein bisschen dabei. Und ich öffne gerne diese alten Booster, solange es sie noch gibt. Also das wird früher oder später so sein, dass wir die natürlich nicht mehr in solchen Boxen finden. Vor allem Fusion Strike. Und dann langsam eben auch die anderen Schwert- und Schild-Sets, die nächstes Jahr ausrotieren. Deswegen, solange ich hier günstige Boxen sehe, wo die Booster drin sind, schlage ich zu, weil der Preis auch wirklich super war. Demnächst steht natürlich noch Black Friday und sowas an. Da werde ich auch noch mal besonders drauf achten. Ja, aber ich bin zufrieden. Ich bin weiter auf Schnäppchenjagd. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.